Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Rise of the Ronin. Ladies and Gentlemen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ladies and Gentlemen, das Shogunat soll neu erfunden werden. Wir gehen jetzt andere Wege, wobei ich immer noch nicht weiß, ob Ryoma nicht hier ein zweischneidiges Spiel fährt. Kann man das so auch sagen? Ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin sehr gespannt. Es war auf jeden Fall ein Plot-Twist, der uns da in der letzten Folge zuteil geworden ist. Wir werden mal gucken, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Also, wir haben nämlich einmal hier Kaishu Katsu kennengelernt und in dieses Anwesen sollen wir uns jetzt begeben. Das sind, wie ihr schon seht, Shogunat-Aufgaben, die uns mal wieder erwarten. Gucken wir mal. Edo-Anwesen des Satsuma-Clans. Und hier haben wir das Anwesen von Kaishu Katsu. Mit begib dich zum Herrenhaus, um mit Katsu zu sprechen, der nämlich gesagt hat, er braucht Hilfe. Ich glaube, das werden wir jetzt auch tun und ich wünsche euch damit viel, viel Spaß, Ladies and Gentlemen. Ich schwitze schon wieder. Und hier ist noch Asako. Zeremonieller Langbogen. Okay, den gucken wir uns gleich mal an. Den gucken wir uns gleich mal an. Schade. 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 Aber war jetzt, warte, der, den ich ausgerüstet habe, war der gut? Ja, sieht vernünftig aus. Okay, pass auf, dann werden wir jetzt hier erstmal eine Runde speichern. Und was haben wir mit Spot 3 markiert? Mit Spot 3 haben wir eine Schatztruhe markiert. Pass auf, dann nehmen wir erst die Schatztruhe. Jetzt die Gleiter. So, da geht zur Schatztruhe. Die View ist einfach geil mit den Bergen, oder? Sagt man nicht. Macht richtig Bock. Akasaka. Arasaka, der Cyberpunk. Viel einzusammeln. Okay, wo könnte die Schatztruhe... Aha, pass auf, weißt du, wo die drin ist? Die wird hier in einem Lager irgendwo drin stecken, oder? Nee. Kommen wir da ran? Ah, die ist dahinter, oder? Anwesen. Ja, also pass auf. Finde ich jetzt nicht so, ohne weiteres. Ist aber auch gar nicht schlimm. Sie läuft uns ja nicht weg, hoffe ich. Dann gehen wir jetzt hier zu dem Spot und werden mit ihm mal reden. Also, ist ja auch ein schönes Anwesen. Ah! Hast du Flüchtige gefasst? Habe ich? Habe ich? Vielleicht? Traktat über Stärke. Oh, das brauche ich unbedingt. Für 30 Öcken, Alter, ne? 30 Öcken. Du hast doch wohl zu viel geraucht. Das gibt's doch nicht. Kimono des einsamen Wolfs. Ich will es natürlich nicht. Interessiert dich sonst noch etwas? Ja, schon, aber ich kann es mir nicht leisten. Viel Glück da draußen. Die ziehen mich aber auch immer ab. So, ich wollte erst mal gucken, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Aber ich sehe sonst keine Geschenke. Hallo, da bin ich. Ihr habt es also geschafft. Ich will eines klarstellen. Ich habe kein Interesse daran, gegen euch zu kämpfen. Mal gesehen, wie stark wir sind. Wir haben beschlossen, dir zu trauen. Wenn das so ist, dann lasst uns beginnen. Also... Wenn wir das Shogunat wiederbeleben wollen, werden wir sowohl das Wissen des Westens als auch die Stärken Japans brauchen. Aber wir brauchen Rekruten. Sowohl beim Militär, in der Medizin, als auch in den Kampfkünsten. Und da kommt ihr ins Spiel.
Rekruten. Oh, ich sehe schon, wir müssen bestimmt quer durch das ganze Land und Leute wahrscheinlich über eine Kampfherausforderung dann rekrutieren. Ah, das wird auch spannend. Du sprachst von Medizin. Während wir uns gegen den Westen rüsten, dürfen wir natürlich nicht das Volk vergessen. Ansonsten spielen wir dem Feind nur in die Hände. Vor allem die Cholera erfordert unsere Aufmerksamkeit. In Kanda arbeitet ein Experte für westliche Medizin gerade an einem Heilmittel. Und genau darauf soll er sich konzentrieren. Würdet ihr mit ihm reden und ihn fragen, ob ihr helfen könnt? Nach Kanada? Er hat doch gesagt, in Kanada. Okay, was passiert jetzt hier? Okay. Kampfkünste kannst du uns überlassen. Das weiß ich zu schätzen. Aber ihr beide werdet nicht ausreichen. Wir werden ein Heer an Schwertkämpfern für einen bevorstehenden Einsatz brauchen. Ryoma, du bist im Hokushin Itoryu geschult, ja? Dann kennst du bestimmt Hachiro Kiyokawa. Ja, wir waren schon oft zusammen im Dojo. Ich habe viel von ihm gelernt. Wo ich nochmal hin muss. Ich will, dass du ihn darum bittest, dem Shogunat zu helfen. Er ist wohl gerade im Chiba-Dojo. Ich habe das Gefühl, dir wird er noch am ehesten zuhören. Hm. Ich merke, du bist gar nicht so dumm. Tatsächlich haben wir einen französischen Offizier eingeladen, der gerade unsere Truppen nach westlicher Art drillt. Momentan befasst sich Admiral Enomoto damit, aber es läuft wohl nicht alles nach Plan. Geh zum Hansomon-Tor und helf ihm aus. Und jetzt die Frage, hilfst du mir, jemanden zu finden? Natürlich. Ich habe nicht erwartet, dass deine Dienste umsonst sind. Nach wem suchst du denn? Einer Frau. Rutherford Alclocks Leibwache? Ah, stimmt, natürlich. Also jetzt ist die Frage. Oder ein Samurai mit einer Dämonenklaue. Ich finde beides gut. Aber ich glaube, das ist zielführender ausgedrückt. Rutherford Alcocks Leibwache. Verstehe. Das wird dauern. Aber ich werde bestimmt etwas herausfinden können. Und dann findet er Infos über den Falschen. Während ihr euren Auftrag erfüllt, finde ich bestimmt etwas heraus. Wie sagt man im Westen? Quid pro quo. Ich verlasse mich darauf, dass ihr uns Verstärkung bringt. Keine weiteren Fragen mehr. Also gut. Und bitte, enttäuscht mich. Aber enttäuscht du mich auch nicht. Ich befürchte, ich muss mich nun anderen Belangen zuwenden. Packt mit dem Teufel, ne? Kommt wieder zu mir, wenn ihr meine Bitten erfüllt habt. Diese packt auf den Teufel. Würdest du für mich das Militärische übernehmen? Solche Sachen sind nicht gerade meine Stärke. Hm. Danke. Keine Angst, ich lade nicht alles auf dich ab. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Der hatte gar keine Schuhe an. Ach so, weil wir in der Wohnung waren. Ne? Also, Ronin-Mission. Mehrere Missionen wurden hinzugefügt. Geil. Die sind dann weiß, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ach, Tatsache, die haben... Wobei, das sind die normalen Missionen, die weiß sind, oder? Ideale und... Okay, wir haben jetzt richtig viel an Missionen bekommen. Leute, ich habe ein kleines Hüngerchen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall schnell mal einen kurzen Snack holen. Und dann gucken wir uns jetzt im Menü einfach mal ein bisschen durch, was wir dazu bekommen haben. Ich habe deswegen mit Absicht alles einmal angeklickt und ausgewählt, was ging. Weil ich schon gehofft hatte, dass wir da... Au, ah, ah. Fuß. Das wird... Aua, au, au. Tut mein Fuß gerade weh. Ich habe nichts gemacht, außer gesessen. Weil ich vom Sitzen verletzt... Das schafft auch nur sie. Sich im Sitzen den Knöchel verletzen. Weil ich gehofft hatte, dass wir möglichst alle Quests bekommen, weil ich alle Quests sehen will. Also, Ladies and Gentlemen, ich bin gleich wieder zurück. Hol dich auch einen kleinen Snack. Ich zeige euch auch, was ich hole. Aber da habe ich jetzt echt Bock drauf. Und ich ja hier noch ein bisschen zocken muss, ehe ich mir was zu essen machen kann.
Oh, sorry für all diejenigen, die jetzt denken, dass ich euch was voresse. Mach's dir ja auch. Mach ich ja sonst nicht so oft, ne? Und wer von euch vielleicht irgendwelche Reaction-YouTuber guckt, die essen gefühlt alle immer drumherum, ne? Und wenn ich manche sehe, wie sie dabei rumschmatzen und wie sie das machen, mega eklig. Ich habe mir geholt High-Protein-Chocolate-Toppings. Luftig und cremig und schokoladig. Mmh. Oh, ich muss aufpassen, dass mir nicht in meine Tastatur gleich reinfällt. Das wäre jetzt der Überfail. Neue Tastatur und zack, gleich den Pudding rein. Es ist so gut. Es ist so gut. Oh, es ist geil. Wir gucken auf die ganzen Missionen. Also ein mächtiger Soldat. Du hast dem Shogunat geholfen, seine Armee aufzubauen, damit es dem Westen standhalten kann. Besuche Takeaki Inomoto. Es tut weh, gut zu sein. Zum Wohle des Landes suchst du einen Heilmittler für den Choleraausbruch. Aber ist nach Kanada? Jene, die führen. Du suchst für Katsus Plan nach fähigen Schwertkämpfern. Ideale und Wirklichkeit. Ich habe ja fast Bock eher auf eine Reise ins Zauberland. Ein Friedenswächter sucht Hilfe, verfügbar in Ushigome. Reise ins Zauberland? Wollen wir ins Zauberland reisen? Was, Mumie? Was ist denn hier los? Ein Klatschmal braucht Hilfe dabei, etwas zu finden. Tagebuch Mumie? Hä? Hä? Was passieren denn hier für Dinge? Ein geteiltes Haus. Du hast eine Einladung von Katsu erhalten. Wie scheint, möchte er dich etwas fragen. Und Prinzessin Atsuko wartet vor dem Anwesen des Shushu-Clans in Edo auf dich. Anscheinend möchte sie etwas mit dir besprechen. Aber hier, Tagebuch Mumie? Das reizt mich am meisten. Ein Klatschmaul braucht Hilfe dabei, etwas zu finden. Ist auch gefühlt das, was am weitesten weg ist, ne? Also, ist das diese Quest hier? Nö, gar nicht so. Mumie? Was für eine Mumie? Friends! Das gucken wir uns doch an. Danke, dass du gekommen bist. Ah, bitteschön. Es fühlt sich schon wieder falsch an, hier, ne, zu sein. Was haben Sie? Oh, einen Würfel. Wie kann dieser Würfel mir helfen? Kaufe ich jetzt einen Würfel? Kristallohrringe? Trage diesen Entwurf, indem du ihn im Neu-Entwerfen-Menü des Langhals... Ah, was? Aber was soll ich denn mit Ohrringen? Was ist das? Augenklappe links. Trage diesen Entwurf. Monokel rechts. Brille. Eichengeta? Pflastersteinohrringe? Ich entscheide mich für den Würfel. Du hast wirklich ein gutes Auge. Karma-Verlust. Allgemein nur, weil ich den Würfel haben wollte. Dafür gebe ich so viel Geld aus. Ach, wie in der Realität, einfach für Schwachsinn. Und diverse. Das bräuchte ich jetzt viel eher. Ach, ich bin doof, Leute. Ach, guck mal. Ach, ich ärgere mich gerade über mich selbst. Ich hoffe, wir können dir zu Diensten sein. Ja, aber schreib mich doch nicht so an, Mann. Ach, ich ärgere mich. Aber wisst ihr was? Im Inventar, das habe ich völlig vergessen. Wir haben doch. Hier, guck mal. Wir haben doch noch ein paar Traktate, die wir uns einverleiben können. Perfekt. So, importiertes Buch. Anthologie japanischer Dichtkunst. Text und Medizin. So, das sind alles Geschenke. Lülülülülü. Ja. 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 Wir aktivieren mal das Schneidebanner. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Und dann gucken wir jetzt mal hier. Fujiokaya Tagebuch. Mumie. Das mit der Mumie, das verwirrt und irritiert mich. Oh, du bist es. Er hat aber auch irgendeine Quest am Start. Du kommst wie gerufen. Katsu lädt uns zum Essen ein. Er will sich für unsere harte Arbeit bedanken. Um ehrlich zu sein, habe ich einige Fragen an ihn.
Was ist? Kommst jetzt sofort. Hat das noch Zeit? Na gut, aber beeil dich. Wir sollten Katze ja, nicht warten lassen. Ja, ist okay, ich komme wieder. Aber Abendessen ist jetzt noch nicht so meins. Habe ich den Eindruck, dass es schon wieder gewittert gleich? Oh, guck mal, dunkle Wolken am Himmel. Dunkle Wolken, das ist ein böses Zeichen. Ein schlechtes Omen. Ein schlechtes Omen, Leute. Dabei sollte ich nicht fliegen. Ich möchte doch mal sehen, dass wir hier vom Blitz getroffen werden. Oh, wait. Wait a minute. A special quest. So versuche ich ja auch immer wieder. Kann eine Falle sein. Ist eine Falle. Du scheinst was in den Taschen zu haben. Zeig mal her. Zeig her deine Taschen. Zeig her deine Schuhe. Die sind stark. Langsam kommen lassen. Einzeln kommen lassen. Was hat die getötet? Aua, aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Besser reingedämmere. Besser reingedämmere. Aua, aber nicht meine. Nicht meine, nicht meine. Ah! Messer rein, geh da mal raus. Ah, fuck, Alter. Raus, du Hässlon. So. Jetzt schleudert's mal gegen den Baum. Mir reicht's jetzt. So. Blut für Creme. Ich gucke zu viele Simpsons, ne? Hey. Haben wir alle erledigt? Nein, haben wir nicht. Du dein. Blut für Creme. Ah. Ich bin noch nicht tot. Fast. Halt, 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 halt! So. So! Irgendwas neu geschmiedetes haben wir bekommen. Du hast mich gerettet. Ja, aber was war das? Was war das? Das hätte fast mein ganzes Leben gekostet hier. Mechanisches Steinschlossgewehr. Rote Nüsse. Ah, ich habe da noch irgendwas bekommen. Da war da noch irgendwas mit bei. Irgendwas war da mit bei. Das war nicht das, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. War offensichtlich nicht so gut. Wir wollten hinten zu diesem Punkt, ne? Hing ich da gerade irgendwo fest? Wo hing ich fest? Weiß jemand, wo ich festgehangen habe? Die Festgehangene. Die Hängengebliebene. Jetzt würden einige, die mich nicht mögen, sagen, ja, aber allerdings, so was von hängen geblieben. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch diesen Protein-Pudding irgendwo zu hängen. Auch festgehangen. Hängen geblieben. Lülülülülü. Also wir müssen jetzt ja einmal rüber. Komm hier rüber. Ja. Irgendwie steht das Wasser hier schon sehr hoch. Ist das so? Ach so, ja. Steht nicht nur sehr hoch. Wir haben hier einen Übertritt. Also Kojimachi. Ist ja alles tot. Aber das mit Kanada? Wir werden ja niemals nach Kanada reisen, oder? Das wäre lustig. Das wäre die Quest, die würde ich mir, glaube ich, als letztes aufheben, weil ich halt nicht weiß, was das für restliche Auswirkungen vielleicht hat. Was
denn das? Achso, Verkaufsstand. Warten wir. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Da komme ich nicht rein. Oh, wir haben hier einen Fotospot. Wait a minute, ladies and gentlemen. It's a Fotospot. Das Sakurada-Tor. Schieße ein Foto von der Burg Edo vom Sakurada-Tor aus. Okay. Nehmen wir an. Das kriegen wir doch hin. Hoffe ich. Stopp. Ist das die Burg? Es sieht so aus. Ja, Tatsache. Das ist die Burg. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Lülülülü. Ha! Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo wir diese ganzen Fotomissionen wegbringen können, ne? Hier jetzt in Edo. Aber geht das hier auf? Nee. Müssen wir nicht rüber? Wo muss ich hin? Ah, guck mal, hier liegt aber auch ganz dicht der Nebel noch drüber. Ah, vielleicht mit dem Soldaten dann. Ich weiß nicht, ob wir so sonst jetzt reinkommen. Wir müssen hier hin. Also, an der Seite vorbei, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber auch hier vorbeilaufen. Ey, das sah aus wie so ein Piratenhut. Ich wollte gerade sagen, arrr. Man könnte jetzt diesen Weg hier über diese kleinere Insel. Der Weg hier? Ja, warte mal. Lass uns mal auf dem Weg bleiben. Hä? Ja? Doch, hier geht's runter. Oder? Doch, hier, warte mal, hier sind Stufen. Hier. Weil das halt auf so verschiedene Ebenen gebaut ist. Aber das sieht gut aus. Okay, dann sind wir auf dieser kleinen. Das heißt, hier laufe ich... Naja, wobei... Aber da komme ich an der Quest vorbei. Ne, pass auf. Ich laufe bei der jetzt hier die zweite... die dritte rechts rein. Die erste kommt ja jetzt gleich am Anfang hier. Warte mal. Ein Händler, aber ich habe kein Geld. Schau dich in... Ich habe ein paar hübsche Waren dabei. Ich kein Geld dafür. Flaschenkürbis? 25.000. Was stimmt mit dir nicht? Medizinkästchen? Aber Giftresistenz? Einem für sich auch ganz cool. Naja, aber ist nichts Besonderes, ne? Und diverses? Bitte, sieh dir ruhig alles an. So tolle Sache. Ein Go-Brett aus Nusseibe. Oh, das können wir kaufen, das können wir bezahlen. Metallener Trainingsschläger, was das? Geschichte der drei Reiche. Einmal die Geschichte der drei Reiche. Kann ich noch was für dich tun? Und dann das hier. Scheint ja wohl sehr besonders zu sein. Und... Kann ich noch was für dich tun? Nee, hab kein Geld mehr. Komm jederzeit wieder. Tschüss. Also nicht die erste, habe ich gesagt. Auch nicht dieses Tor, sondern das nächste, weil in diesem würden wir sonst in die Hauptquest reinlatschen. Also in dem, gar nicht Tor. Weg natürlich meine ich. Ja. Ich bin einfach dumm schon wieder heute. Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde und hungrig und überhaupt... Du bist nicht du, wenn du nicht du bist. den hier? Ja, den da. Du bist nicht du, wenn du bist, ist aber auch der beste... Oh, was haben wir hier? Ist das eine öffentliche Ordnung? Steht aber nichts, aber sieht doch voll nach Feinden aus. Aber hier ist nichts von öffentlicher Ordnung zu sehen. Mhm. Ja, einfach mal mein Glück. Bereits nichts irgendwie markiert. Wisst ihr, was ich meine? Zwillinge. Deswegen tun sie alles beides gleichzeitig. Und zusammen. Aber die könnten sehr schwer sein, Freunde. Ach Gott, die schleudern. Komm ich denn mal hier nicht zum Zug?
Und was war jetzt hier los? Ist das ein feindliches Gebiet? Oder waren die zwei einfach nur ein bisschen auf Agro gepolt? Ich weiß noch nicht. Wir gucken mal. Ich laufe mal nochmal hier rum. Aber sieht jetzt nicht aus, als wären hier noch mehr, ne? Tja, wer weiß. So, jetzt bin ich fünfmal im Kreis gelaufen. Wo wollte ich hin? Ich muss jetzt wieder rüber, ne? Darüber muss ich. Steine oder Pflanzen? Oder sind das die Wolken von oben? Ah, weiß ich nicht. Da war eine Sternschnuppe. Ist das im Wasser? Ja, es sind Steine. Okay. Ich war ein bisschen verwundert. Es sah ein wenig eigenartig von der Struktur im Wasser aus. Okay. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das für ein Tagebuch, also was das sein du soll. Da? Kannst du mir vielleicht helfen? Ja, aber schreib mich doch nicht an. Ich stehe doch neben dir. Tut mir leid, dich einfach so aufzuhalten. Es ist für einen guten Zweck. Der Kräuterkundler hier im Ort will sich selbst in eine Mumie okay. verwandeln. Und er sucht jemanden, der für ihn die Materialien sammelt. Was sagst du? Eine leichte Aufgabe für einen Krieger wie naja, dich, wo oder? Wo soll ich den Bullbinden herkriegen? Wer bist du? Verzeihung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Yoshizo Sudo. Ich bin einfach ein gut informierter Bürger. Informiert nennt man das. Ich liebe es einfach, alles aufzuschreiben. Oh, so einer ist es. Kennst du mich ja schon. Ich habe eine Buchreihe geschrieben, die Tagebücher von Fujio Kaya. Also eher sowas wie der Anzeigenhauptmeister. Benötigt man für eine Mumifizierung jede Menge Dinge. Meinst du, du kannst die für meinen Freund besorgen? Warum will er sich mumifizieren? Wirklich seltsam. Aber er sagte, er wolle seine Forschung irgendwie beweisen. Was für eine Forschung? Der Kerl ist wirklich ein komischer Kauz. Okay, das klingt spannend. Das klingt aber fast nach unserem Forschen, den wir suchen. Okay. Ah, wunderbar. Ich wusste doch, dass du mir hilfst. Wie sagt man noch gleich? Man kann sich immer auf die Güte von Fremden verlassen. I'm a little bit irritated. Und bevor ich es vergesse, hier ist eine Liste mit den benötigten Materialien. Ich befrage den Kräuterkundler gleich nach weiteren Details. Wer weiß, was jetzt für eine XXL-Liste kommt. Khakis? Ich habe in diesem ganzen Spiel bis jetzt noch keine einzige Khaki gefunden. Beschaffe gereinigtes Salz. Was bitte? Uff. Okay. Salz und Khakis? Also die Mumifizierung will ich doch sehen. Das interessiert. Salz und Khakis. Also wisst ihr, Leute, mumifiziert euch. Salz und Khakis. Will sich reinlegen oder was? Ich hätte jetzt eher an Bullbinden gedacht. Zum Mumifizieren? Brauchst du ja, muss ich ja einwickeln. Wobei das, glaube ich, der letzte Schritt war, ne? Ach, ich habe keine Ahnung. So viele Mumien habe ich bis jetzt auch in meinem Leben noch nicht so erlebt. Gesehen. Also, gucken wir mal. Khakis und gereinigtes Salz. Das ist echt wild. Okay, wir müssen jetzt hier rüber. Ich weiß nicht, ob das ist. Blöde Idee. Vielleicht. Na, noch gut gegangen. Hallo. Oh, bist du süß? Oh, süß, wie er mich angeguckt hat. Toll. Ich habe noch keine einzige Khaki, ne? Ich weiß auch gerade noch nicht, zu welchem Spot wir laufen. Ob zu dem Khaki-Spot oder dem Salz. Aber wir werden es gleich herausfinden, Freunde. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir da bei irgendwelchen Kisten sind, die vielleicht übers Schiff transportiert wurden und wir sowas, also wir vielleicht irgendwie jemanden umbringen müssen, um an die Kisten ranzukommen, weil die noch bewacht werden. Danach riecht das für mich, dass es importierte Waren sind.
Aber das werden wir gleich herausfinden, wenn ich nicht im Kreis laufe. Was ist da links? Töte mich nicht! Tsukichi Hungai Tempel. Bruno! Sag ich doch. Also muss auf jeden Fall irgendjemand töten. Könnten die hier sein. Na komm ran! Wow, das ist ein Elfenriesenmesser! Alter! Schwingeling! Zauberhaft. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Warte. Egal. Ich fliege einfach. Ehe er mich noch mehr trifft. Und ich brenne. Der Händler. Ich sag doch, wir müssen den Händler hat. Salz oder Salz? Wir müssen bestimmt kaufen. Ich hab kein Geld. er hat das Salz. Hallo? Ja, ich höre. Er sagt nichts. Danke. Meine Waren sind sehr selten, weißt du? Und diese Schläger hätten mich fast völlig ausgeraubt. Hast du gereinigt das Salz? Aber du hast mich gerettet. Bitte nimm, was dir beliebt. Naja, du sollst es nicht nehmen, aber sicher habe ich etwas, das dir gefällt. Oh, pass auf, wir müssen es bezahlen oder ich habe kein Geld. Oh nein, wir müssen es bestimmt bezahlen. Was darf es sein? Aber er hat doch Kakis. Ist doch der Kaki-Brie. Guck, wie teuer die sind. Ach, ich raste aus. Also kann ich noch was für dich tun? Kann ich brauche noch 3 Kakis. Okay, pass auf. Das heißt, wir müssen ein bisschen was verkaufen. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich eine Quest habe, wo ich Dinge verkaufen muss. Und kaufen muss. Also, pass auf. Wir werden jetzt ein bisschen was verkaufen. Sehr gerne. Die Kakis waren ja teuer, ne? Pass auf, wir werden jetzt ein bisschen was an Gewehren verkaufen. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Das sollte doch halt schon wieder passen, oder? Was darf es sein? Oh, Dreck. Also wir brauchen noch ungefähr 2000. Was darf es sein? Oh, Mist. Sehr gerne. Aber so massenangefertigte Sachen, die können wir auf jeden Fall wegpacken. Da kriegen wir zwar nicht so viel... Ich muss jetzt auf 2000 kommen. Kann ich noch was für dich tun? Ja. So die ganzen einfachen Sachen. Kann ich noch was für dich tun? Und beim Salz wahrscheinlich genau das gleiche, ich sag's euch. Gott sei Dank haben wir immer so ein Kann bisschen ich noch was auf, für dich tun? Auf Halde und als Backup, Leute, ne? Die Hölzer dann habe ich Gott sei Dank hoffentlich jetzt nicht verkauft. Was darf es sein? Ich brauche 2 Kakis, bitte. Fantastisch. Dabei hat er, guck mal, Schokolade und... Komm gern wieder. Also, so, und der andere hat wahrscheinlich Salz. Also sind wahrscheinlich jeweils 2 Händler. Hahaha, okay, gut. Ich gucke jetzt hier trotzdem nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Schöne Treppe. Mal hochlaufen. Ja, so viel dazu. Das war's dann auch schon. Aber vielleicht steht der ja noch eine Weile da. Das wäre natürlich auch cool. Also, auf zum nächsten Händler. Ach, Mist. Zaun. Ach, Dreck. Okay, ganz langsam nicht ins Wasser fallen. So, da drüben irgendwo. Irgendwo da hinten.
Über die Dächer, wo der Weg sich viel freier läuft. Dann kommt eine Brücke und ich muss wieder runter. Bis ich mich wieder hochhaken kann. Okay, lassen wir das. Cringe. Was war denn das für ein Sturzflug? Was doch gerade erst im Training? Oh mein Gott. Ach, die Morgensonne oder Abendsonne hatten wir gerade morgens, mittags? Wie spät? Ich weiß nicht. Licht. Das mit dem Clown irgendwie hat noch nicht geklappt. Entweder ich habe das immer noch nicht freigeschaltet, aber mir war so, als hätte ich es schon längst freigeschaltet, aber ist okay. Müssen wir... Achso, danach müssen wir... zurück. Hier. Ich wäre fast falsch gelaufen. Na gut, dass ich nochmal geschaut habe, ne? Das wäre schon ein bisschen ins Hösle gegangen jetzt. Ja, es wäre ein bisschen sehr ins Hösle gegangen. Dahinter? Licht. Oh, tolle Beleuchtung. Da ist schon wieder falsch. Moment. Aber das sieht ja dann richtig nach da. Nach Schiff aus. Gut. Ihr habt's gefunden. So. Jetzt dein Ernst. Wenn man was aus der Entfernung macht. Wenn man was aus Entfernung macht. So, da... gereinigtes Salz. Ach, das war ja jetzt einfach. Hat er das einfach in seiner Tasche gehabt, oder was? Okay. Gut. Dann geht's zurück zur Mumifizierung. Bin ich jetzt sehr gespannt. Wer ist da noch gespannt drauf? Das hat er aber vorsätzlich gemacht, oder? Ich bin extra an der Seite dran vorbeigelaufen und habe einen Bogen gemacht. Aber der ist zielgerichtet mit mir gelaufen, mit in diesem Bogen. Habe ich auch bei manchen Menschen den Eindruck, dass sie das wirklich absichtlich machen. Und was suchst du hier unten? Unterm Wagen? Was popelst du aus dem Wagen raus? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. So, wir müssen da jetzt rüber. Ich muss hier jetzt bis zu der Brücke laufen. Wobei ich hier auch schon hin könnte. Pass auf. Weil... Okay, ich muss jetzt irgendwo nach links. Säckle mit zermalener Kohle. Gut informiert vor allen Dingen, ne? Wahrscheinlich so die Dorfklatsche. Trate. So eine Mischung aus. So diese typischen Rentner. Das ist jetzt, ne? No wait. Aber ihr wisst gleich, was ich meine. Die so gefühlt jedes... Die so hinter der Fensterscheibe sitzen. Den ganzen Tag nichts anderes tun. Und Vergehen aufschreiben. Irgendwelche Dinge, die Leute falsch machen. So, und jetzt muss ich... rüber. Ich muss erstmal mal rüber. Oder die Leute dann anzeigen, weil man, keine Ahnung, irgendwas falsch gemacht hat. Schaffe ich? Schaffe ich. Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Schaffe ich.
So, Dalle. Ah, nee, da laufe ich rüber. Nee, rüber ist falsch. Rüber ist falsch. Aber die Brücke muss ich. Okay. Die ist aber auch verwinkelt. Was sich lösen lassen würde, wenn man eine einschaltbare Karte am Mapende hätte. Weil dann könnte ich mir die Wege, so wie ich es jetzt habe, weißt du? Hä? Habe ich mein Pferd aktiviert? Ja. Einmal blöd vorbeigewischt. Weil dann müsste ich nicht immer wieder ins Menü zu dieser Karte rein switchen. Aber okay, hören wir auf zu meckern. Lauf, schneller. Lauf, 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 renn, renn. Da ist doch ein Huhn. Ich bin sehr gespannt. Ich bin richtig gespannt, was jetzt passiert. Hoffentlich hast du dein letztes Gebet gesprochen. Gelehrte lernen immer nur auf die harte Tour. Nein. Hey, du! Das hier geht dich nichts an! Na? Zwei auf einen Streich. Natürlich gebe ich mir jetzt an. Also die Erde hergezogen, hallo? Die explodierten Frau. Entschuldigung. Stürzt du die Aussage? Ah, es hat mich getreten. Ah, hab ich weggetickelt. Ich hab mir gedacht, stirb. Ja. Ah. Ich hatte nicht erwartet, dass du so stark bist. Ja. So, erzähl jetzt nochmal was über Gelehrte. Du bist ein wirklich mächtiger ja. Krieger. Willst du mich jetzt auch angreifen? Oder wie sehe ich das? Leg dich nicht mit den Gelehrten an. Wie heißt das so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Du kamst wirklich gerade rechtzeitig. Aber was für ein Pech, dass wir überfallen wurden. Weil? Kanntest du die Kerle? Die? Natürlich nicht. Die habe ich im Leben noch nicht gesehen. Sie müssen mich mit jemandem verwechselt haben. Sicher? Ich traue dir nicht. Wie dem auch sei. Ich wusste ja, dass du stark bist, aber du übertriffst all meine Erwartungen. Ich habe mich also nicht in dir geirrt. Wie schön. Wo sind nur meine Manieren? Das ist mein Freund, der Kräuterkundler, von dem ich sprach. Okay. Hast du die Kaki und das Salz mitgebracht, das ich wollte? Danke. Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte nimm dies als Bezahlung. Die wollen doch safe nur Kakis und Salz essen. Wozu brauchst du die Kaki? Die Kaki-Samen bewahren den Körper vor dem natürlichen Verfall. Und bald werde ich der Beweis dafür sein. Moment, das glaube ich dir nicht. Hat eine Kaki-Samen. Das weiche Fruchtfleisch kann bis zu 8 Samen enthalten. Ich habe noch nie einen Samen in der Kaki gesehen. Noch unreif enthalten Kakis sehr viel Tannin und sind daher stark adstringierend. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich beim Verzehr im Mund alles zusammenzieht und die Frucht sehr herb schmeckt. Okay, aber wie sieht so ein Kaki... Ah, habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich wirklich noch nie gesehen. Hier. So. Das Schwarze. Ist ein Kaki-Samen. Habe ich noch nie gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass wir die Kakis, die wir essen, dass das schon wieder irgendwelche kernlosen Züchtungen sind. Also wie zum Beispiel die kernlosen Weintrauben. Die sind ja nicht natürlich, ne? Weil ohne den Kern kann sich sowas ja nicht fortpflanzen. Aber werden halt gerne gekauft, weil, ne, wir wissen alle, die Kerne da drin sind ein bisschen lästig. Also, willst du dich wirklich mumifizieren?
Ach, übrigens. Sudo, du darfst mich natürlich gerne in deinen Tagebüchern erwähnen. Und sag deinen Lesern, sie sollen mich ich irgendwann ausgeben. Ich fasse das als Ja auf. Was für eine kranke Idee. Na sicher, sicher. Ich werde es auf jeden Fall erwähnen. Und ich möchte dir für deine harte Arbeit danken. So sicher wie die Sonne im Osten aufgeht, werden wir uns wiedersehen. Das ist ja Selbstmord. Das war die Aufgabe? Ich habe ihm geholfen, dass er sich mumifizieren kann? Das war ja gar nicht lustig. Können wir da mal bitte drüber reden? Also der geht jetzt einfach, somit werde ich jetzt allein gelassen. Einfach damit, dass ich weiß, dass der Bree sich da jetzt mumifizieren lässt und der tot ist und der andere dann in seinen Tagebüchern drüber schreibt und er irgendwann ausgegraben wird. Tja, und auch so lasse ich euch jetzt einfach sterben, wollte ich sagen. Nein, bitte nicht sterben. Es ist noch nicht an der Zeit für uns zu gehen. So lasse ich euch jetzt alleine in Ruhe, wollte ich sagen. Nein, ich will euch auch nicht in Ruhe lassen. Ich will euch auch nicht transalieren. Egal, ich lasse es, ehe ich mich um Kopf und Kragen rede. So lasse ich euch jetzt auch zurück. Ich glaube, das sind die besseren Worte. Und wünsche euch einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid immer ein wenig dirty dabei. Denn man weiß nicht, wie oft man noch die Gelegenheit dazu hat. In diesem Sinne, tschüss.